Messi wurde mit dem arabischen Bicht zur Siegesehrung der WM 22 in Katar bekleidet. NTV beispielsweise schreibt, arabische Welt verwundert über Empörung wegen Messi gewandt. Warum ist die arabische Welt verwundert? Weil als Mexiko 1970 die Weltmeisterschaft ausgerichtet hat, ließen sie den Titelverteidiger Pelé einen mexikanischen Hut tragen und das haben die Medien als Verwirklichung der Fußballbotschaft bezeichnet. Jetzt meint beispielsweise NTV, ja, aber die mexikanische Kopfbedeckung wurde Pelé spontan von jubelnden Fans gereicht und das mit dem Umhang hat Katars Staatsoberhaupt gemacht. Ihr habt ein Problem damit, weil das der Staatsoberhaupt gemacht hat und nicht katarische arabische Fans, wie im Beispiel die Mexikaner mit Pelé. Aber ihr seid doch so schlau und schreibt in den Titel Arabische Welt verwundert über Empörung. Das impliziert doch, dass die Bevölkerung nichts dagegen hatte, ergo, man könnte die Aktion des Staatsoberhaupts stellvertretend für die Bevölkerung betrachten. Oder geht's darum, dass es bei Pelé, wie ihr schreibt, spontan gemacht wurde? Was macht's denn für einen Unterschied, wenn man eine aus eurer Sicht verwerfliche Aktion spontan oder geplant macht? Ich frag mich, ob ihr euch einen von der Palme gewedelt hättet, wenn der Umhang in Regenbogenfarben wäre. Ciao, ihr kleinen Heuchler.